jetzt, im heutigen Video werde ich auf die Skincare-Routine von Nancy Wheeler reagieren. Wir kennen sie aus Stranger Things und die Schauspielerin, die Nancy Wheeler darstellt, ist Natalia Dyer. Ich hoffe, ich habe ihren Vornamen halbwegs richtig ausgesprochen. Und die hat eine Skincare-slash-Make-up-Routine mit der Vogue gemacht, so wie wir es von vielen anderen Promis, SchauspielerInnen und KünstlerInnen kennen. Und das Ganze werde ich mir jetzt anschauen und die Produkte bewerten. Dazu sei aber auch noch erwähnt, dass ich ein riesengroßer Stranger Things Fan bin. Ich habe wirklich die komplette Serie gesuchtet und ich glaube, die vierte Staffel ist bisher die krasseste für mich persönlich, weil sie deutlich gewalttätiger ist, also zumindest aus meinem Empfinden heraus. Und die vierte Folge, die hieß, glaube ich, Dear Billy. Ich bin mir gerade unsicher, ob es die vierte Folge war. Aber die Dear Billy heißt, die hat mich fast zerrissen. Also ich saß wirklich da und war in so einem Zustand zwischen hingucken, weggucken, heulen und gleichzeitig wütend aufschreien, weil diese Folge einfach so krass war. Ich will hier nicht zu viel spoilern, aber das war ganz schön heftig, deswegen freue ich mich umso mehr, auf die Skincare-Routine unserer lieben Natalia zu reagieren und mir die Produkte ein bisschen genauer anzuschauen. Falls ihr neu auf meinem Kanal sein solltet und euch fragen solltet, warum macht diese Frau überhaupt ein Skincare-Reaction-Video? Mein Name ist Chenya und ich beschäftige mich bereits seit Jahren mit Hautpflege und Inhaltsstoffen in Kosmetik. Ich habe auch eine eigene Hautpflegelinie, die ich selbst entwickle und wo ich auch wahnsinnig viel Arbeit, vor allem Recherchearbeit und Co. reinstecke, was einfach auch die Rohstoffe, Konzentrationen und alles andere, was dazu gehört, angeht. Und ich habe auch vor einigen Monaten ein Buch geschrieben, das vor allem für Skincare-EinsteigerInnen geeignet ist. Also falls ihr gerade erst mit eurer Skincare-Reise anfangt, ich verlinke euch das Ganze unten in der Infobox, dann könnt ihr mal schauen, ob das eventuell etwas für euch ist. Und dann starten wir auch schon mit der Skincare-Routine von Nancy. Dann starten wir gleich mal und ich versuche natürlich, so gut es geht, euch auch die Inhaltsstoffe der verwendeten Produkte einzublenden, damit ihr mir ein bisschen besser folgen könnt, was meine Einschätzung und Bewertung angeht. Und dann klicken wir jetzt mal auf Play. Hi Vogue, it's Natalia Dyer and today I'm going to show you my current skincare routine and just like an everyday simple makeup look. I go back and forth with cleansers depending on what my skin needs. I've been using this one from my dermatologist. It's just a really gentle oatmeal cleanser. Okay. Okay, ich muss gleich mal nach dem Cleanser eine Pause machen, weil ich das Gefühl habe, dass sie nicht genug Wasser verwendet hat, als hätte sie den Cleanser direkt auf die trockene Haut aufgetragen. Aber vielleicht liegt das auch am Schnitt. Ihr solltet eure Cleanser, vor allem wenn es Tensid-Cleanser sind, also Cleanser sind ja eh Produkte, die zu den Rinse-Off-Produkten gehören und die abgespült werden mit Wasser. Also da solltet ihr ein bisschen drauf achten, was für eine Art von Cleanser ihr benutzt. Ist es so ein typischer Tensid-Reinigungs-Cleanser, also zum Beispiel ein Waschgel oder ein Reinigungsschaum oder sowas, dann schäumt ihr den in den Händen am besten auf, weil ihr dann auch deutlich weniger Produkt benötigt, weil man dadurch einfach schon ein kleines bisschen besser einschätzen kann, wie der Cleanser performt. Am besten bei Tensid-Reinigungs-Cleansern ist wirklich, wenn ihr euch also von eurem Waschgel ein bisschen was auf die Hand gebt, eventuell so eine Erbsen- bis Haselnuss-große Menge, dann schäumt ihr das in der Hand auf und dann tragt ihr das auf euer Gesicht auf und dann spült ihr das wieder runter. Ich bin auf jeden Fall erstmal sehr gespannt, was für ein Cleanser das genau ist. Deswegen gehe ich jetzt hier mal fix in die Infobox und schaue mir den Cleanser mal genauer an. Er nennt sich NYDG Skincare Colloidal Oatmeal Cleanser und kolloidales Hafermehl ist ein sehr, sehr beruhigender Inhaltsstoff. Es ist natürlich mal die Frage, inwiefern das Ganze in so einem Reinigungsprodukt einen Vorteil für die Haut haben kann. Aber auch hier hängt das extrem von der Formulierung an. Oh, $48, das ist
Auf jeden Fall nicht gerade wenig, aber wenn ich mir mal die Zusammensetzung anschaue, hier sind milde und hauptsächlich hautfreundliche Tenside enthalten. Es ist auch noch ein bisschen Glycerin drin, was der Konsistenz des Produkts auf jeden Fall helfen wird und auch ja, vorteilhaft sein kann. Allerdings sehe ich eben auch hier, dass wir ein Zitrusöl haben, also wir haben ätherisches Öl enthalten. Und es ist auch noch Lavendelöl drin. Also da müsste man tatsächlich, wenn man eine empfindliche Haut hat oder wenn man eine allergische Haut hat, müsste man ein bisschen aufpassen. Ich weiß gar nicht, wie die das vermarkten, ob es hier irgendwas mildly exfoliating the skin, das heißt, genau, das wird wahrscheinlich durch diesen, durch dieses Hafermehl kommen, dass das so ein bisschen eine leicht körnige Textur hat. Aber so ein Mehl ist deutlich weniger reizend für die Haut, was die mechanische Beanspruchung angeht, als zum Beispiel irgendwelche Sandpeelings oder Aprikosenkernschalen oder dergleichen. Trotzdem würde ich einfach sagen, wenn man empfindliche Haut hat, wenn man eine allergische Haut hat, dann sollte man ein bisschen vorsichtig mit diesem Produkt sein, auch wenn es eins ist, was runtergespült ist und wo der Kontakt mit der Haut jetzt nicht so extrem sein sollte im Vergleich zu einer Maske zum Beispiel. Ich guck mal kurz, was hier steht. Also die schreiben jetzt auch nicht, dass man das 15 bis 20 Minuten auf der Haut drauf lassen sollte, sondern dass man das einfach einmassieren sollte und wieder runterspülen sollte. Also hier alle Duftstoffallergiker und AllergikerInnen sollten bei solchen Produkten immer ein bisschen achtsam sein, vor allem wenn ätherische Öle enthalten sind, wie Zitrusöle oder zum Beispiel auch Lavendelöl. Da sind dann eben auch natürlicherweise Duftstoffe enthalten, die zu allergischen Reaktionen führen können. I have always had pretty finicky, sensitive skin. Broke out a lot when I was a teenager. Jetzt sagt sie selber in dem Video, dass sie eine eher empfindliche Haut hat und dass sie in der Teenagerzeit zu Ausbrüchen geneigt hat, also zu Pickeln, zu Mitessern, was relativ normal ist während der Jugendzeit, weil es da natürlich auch hormonelle Veränderungen gibt, die selbstverständlich auch die Haut beeinflussen können. Denn meistens sind Pickel, Mitesser und Co. einfach auch hormonell bedingt. Da spielen selbstverständlich auch super viele andere Faktoren mit rein, wie zum Beispiel Medikamenteneinnahme oder ob man die Pille nimmt oder ob man vielleicht sogar eine neue verschrieben bekommt. Der Lebensstil spielt auch eine große Rolle. Und zum Beispiel auch eine Schwangerschaft kann die Haut verändern. Also auch alles, was mit so Hormonen zu tun hat, hat einen Einfluss auf die Haut. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich während einer bestimmten Zyklusphase definitiv damit rechnen kann, dass meine Haut unruhiger wird. Aber da ich meine Haut mittlerweile richtig gut kenne, weiß ich, wie ich dem Ganzen gut entgegenwirken kann. Um auf ihre Skincare-Routine jetzt nochmal zurückzukommen, da sie ja selbst gesagt hat, dass sie eine empfindliche Haut hat, hätte ich ja persönlich diesen Cleanser eher nicht empfohlen. Also wenn sie eine Hautpflegeberatung bei mir gemacht hätte, wenn sie bei mir in den Laden gekommen wäre und mir gesagt hätte, ich habe eine empfindliche Haut, ich möchte das und das für meine Haut erreichen, das wünsche ich mir für meine Haut, dann hätte ich ihr eher einen anderen Cleanser empfohlen. Zum Beispiel den Purito Cleansing Foam. Der ist relativ mild formuliert. Oder aber auch in der Drogerie gibt es etliche mild formulierte Reinigungsprodukte, wie zum Beispiel den Balea Med Reinigungsschaum oder dieses Balea Med Waschgel. Es gibt auch von Isana ein paar milde Produkte. Ich habe dazu einige Videos gemacht. Ich kann euch das Ganze sehr, sehr gerne nochmal verlinken, falls ihr explizit etwas aus der Drogerie suchen solltet. Aber ihr persönlich hätte ich den Cleanser, den sie benutzt, eher nicht empfohlen, weil da wie gesagt eben diese ätherischen Öle enthalten sind und das jetzt mit einer empfindlichen Haut nicht so gut einhergehen würde. My next step is this little Elastin Restorative Skin Complex. It's just really nourishing and hydrating. So, was ist das? Jetzt hat die irgendeinen Restorative Skin Komplex verwendet. Den schaue ich mir natürlich auch nochmal genauer an, was die Inhaltsstoffe angeht. Und der kostet, wow,
$199 für 29,6 Milliliter. Das ist mal ein Preis, würde ich sagen. Da bin ich besonders gespannt auf die Inhaltsstoffe. Wo sind die Inhaltsstoffe? Wo sind die Inhaltsstoffe? Hier sind sie. Nein, ich brauche jetzt nicht nur die Marketing-Inhaltsstoffe, ich brauche die komplette Inhaltsstoffe-Liste. Komm schon. Da haben wir es. Da haben wir es. Also, wir haben Niacinamid, großartiger Inhaltsstoff, feuchtigkeitsbindend, kann hilfreich bei Pigmentflecken sein, kann Rötungen reduzieren und ist auch richtig gut verträglich. Also ich vermute mal nicht, dass er hier in 20%iger Konzentration enthalten sein wird. Der ist bis 5% recht gut erforscht. Und das ist auch so eine Konzentration, die ich vor allem Skincare-EinsteigerInnen empfehlen würde. Alles, was darüber hinausgeht, kann natürlich die Haut reizen. Wir haben ja auch etliche Peptide enthalten, die Haut so ein bisschen regenerieren können, die beruhigend wirken können. Es ist Ceramid NP enthalten, das ist ein barrierestärkender Inhaltsstoff. Wir haben Phospholipide, können auch die Barriere unterstützen. Und das Produkt ist halt auch komplett unparfümiert. Da sind jetzt keine ätherischen Öle enthalten. Klar sind hier und da ein paar Pflanzenextrakte mit drin. Da muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen, je nachdem, wie empfindlich die eigene Haut ist. Aber immerhin ist das Produkt komplett unparfümiert. Die Frage ist natürlich, würde ich persönlich dafür $200 bezahlen? Würde ich wahrscheinlich nicht, weil das schon eher ein feuchtigkeitsbindendes Produkt ist. Ich würde sagen, das geht in Richtung Serum, das eben noch so ein paar Peptide enthält, barrierestärkende Inhaltsstoffe. Aber ich glaube, es gibt eben auch einige Alternativen dazu, die so ein bisschen günstiger sind. Also vor allem, wenn man Peptide mag oder so, dann kann man sich definitiv mal das Centella Unscented Serum von Purito mal anschauen. Da ist auch noch beruhigendes Tigergras drin. Da sind auch ein paar Peptide enthalten. Ich glaube, da ist auch Ceramid NP drin, also auch ein barrierestärkender Inhaltsstoff. Das ist jetzt so eine Low-Budget-Alternative dazu, also jetzt im Vergleich zu $199 kostet, glaube ich, das von Purito maximal 20 Euro. Klar ist das jetzt kein Drogeriepreis, aber wenn ihr sowas Ähnliches ausprobieren möchtet, aber keine $199 am Start habt, dann schaut euch unbedingt mal das Centella Unscented Serum von Purito an. Ich persönlich mag es auch wahnsinnig gerne und empfinde es auch als schön feuchtigkeitsspendend, als sehr leicht und wässrig auf der Haut. This is a moisturizer that I've been using recently. I love this brand. Very gentle. Whenever my skin is freaking out, I'll go back to them, their cleansers. And they have this Sega Blast Balm that's really, really good. Dann hat sie als nächstes einen La Roche-Posay Moisturizer verwendet und da der aus der Tolerant-Serie stammt, bin ich mir auch relativ sicher, dass er ohne deklarationspflichtige Duftstoffe auskommen wird, dass er auch keine ätherischen Öle enthält und dass er eventuell ein bisschen basic formuliert sein wird. Deswegen schaue ich mir jetzt die Inhaltsstoffe mal genauer an. $19,99, das ist ja vergleichsweise mal günstig. Und wir haben hier feuchtigkeitsbindendes Glycerin enthalten. Wir haben hier Niacinamid, habe ich ja vorhin schon was dazu gesagt. Es ist auch Ceramid NP enthalten, ein barrierestärkender Inhaltsstoff. Ja, der Rest ist halt relativ basic. Also es ist für mich ein Basic Moisturizer, der auch wahrscheinlich sehr verträglich sein wird, weil hier jetzt auch nicht sonderlich viele Pflanzenöle und dergleichen enthalten sind, weil es ja auch Menschen gibt, die nicht so gut mit reinen Pflanzenölen zurechtkommen. Es ist auch ein Silikonöl drin, das wird dafür sorgen, dass natürlich nicht nur die Verträglichkeit gegeben ist, sondern dass sich dieser Moisturizer nicht zu fettig und auch nicht zu schwer auf der Haut anfühlen wird. Also das ist definitiv so ein Produkt, was für super empfindliche Haut wunderbar geeignet sein wird und was auch sicherlich zu ihrer Haut richtig, richtig gut passt. Sometimes when my skin is feeling a bit sensitive, is this Rosatrol, right? It's this, just this nice, easy serum that kind of helps with redness and takes away some of the irritations.
Dann benutzt die spannenderweise über ihr Moisturizer ein Serum, was normalerweise unter den Moisturizer gehört. Es gibt zwar keine festen Vorgaben, was ein Serum ist und wie man das genau verwenden soll. Das ist natürlich auch alles persönliche Präferenz. Aber die meisten Seren sind eher so wässrige Produkte bzw. ganz leichte Emulsionen, weshalb die sich besser unter einem Moisturizer machen. So ein allgemeiner Tipp ist, was die Konsistenzen angeht, dass man von dünn nach dick geht. Also wenn ihr gerade erst mit eurer Skincare-Reise anfangt und euch unsicher seid, wie ihr eure Produkte kombinieren sollt, was ihr über was auftragen solltet, dann schaut euch die Texturen an, probiert die Produkte aus, macht ein paar Swatches und schaut, wie die sich anfühlen. Und dann könnt ihr von dünn nach dick gehen und so eure Produkte leeren. Aber wie gesagt, wenn ihr dann ein bisschen mehr Übung habt, dann wisst ihr auch, was ihr mögt und was sich gut miteinander verträgt. Deswegen schaue ich mir jetzt dieses Serum mal genauer an. Das ist das So Skin Health Rosatrol Serum und hier sind die Inhaltsstoffe. Das Ganze kostet $91, was jetzt auch nicht gerade wenig ist. Wir haben hier feuchtigkeitsbindendes Glycerin, es ist pflegender Fettalkohol enthalten. Wir haben Sonnenblumenöl drin, das kann rückfettend wirken. Wir haben Panthenol enthalten, das ist eher feuchtigkeitsbindend, würde ich sagen, in der Konzentration, in der das hier drin ist. Wir haben Brokkoli-Extrakt, der kann antioxidativ wirken. Und es ist auch Farnesol drin und Papain. Das kann bei Menschen mit empfindlicher Haut so ein bisschen problematisch sein. Farnesol ist auch ein deklarationspflichtiger Duftstoff. Also wer da irgendwie allergisch drauf reagiert, muss natürlich bei solchen Produkten ein bisschen aufpassen. Was ich aber bei den Preisen ein bisschen strange finde, ist die doch eher oldschoolige Konservierung. Da hätte ich mir bei $91 tatsächlich was ein bisschen moderneres gewünscht, sagen wir mal so. Aber an sich ist das Produkt jetzt nicht unbedingt etwas, was ich persönlich Menschen mit empfindlicher Haut empfehlen würde. So, next I'll go in with this sunscreen. I've been trying to be better about wearing sunscreen. This one's really light and easy and goes pretty well under makeup. Also ich finde es echt großartig, dass sie Sonnencreme benutzt hat. Das muss man wirklich öfter sehen bei solchen Videos, weil Sonnencreme mit einer der besten Hautpflege-Steps ist, die es so gibt. Vor allem, wenn man so ein bisschen was gegen vorzeitige Hautalterung machen möchte, weil die UV-Strahlung nun mal für einen großen Teil der vorzeitigen Hautalterung verantwortlich ist. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man nicht gesehen hat, wie viel sie aufgetragen hat. Denn um den Schutz auf so einem Sonnenschutzmittel zu erreichen, wie zum Beispiel SPF 50 oder SPF 30, muss man theoretisch 1 Gramm aufs komplette Gesicht auftragen. Ansonsten wird der Schutz stark reduziert, was natürlich jetzt nicht so der Sinn von einer Sonnencreme ist. Aber ich finde es dennoch sehr lobenswert, dass sie überhaupt eine Sonnencreme verwendet hat und diese auch gezeigt hat. Und die schaue ich mir jetzt auch noch mal genauer an. Das ist eine Sonnencreme von Istin. Ich glaube, die mögen viele sehr, sehr gerne. Ich persönlich habe noch nichts ausprobiert von dieser Marke und habe jetzt auch nicht sonderliches Interesse dran. Aber ich schaue mir natürlich mal fix die Ingredients-Liste an, wenn ich denn mal hier drauf komme. Ah, Zinkoxid. Okay, also ist das eine, lass mich mal schauen, eine rein anorganische Sonnencreme. Also eine, die sozusagen auf sogenannten mineralischen UV-Filtern basiert mit Zinkoxid drinne. Sprich, das ist eigentlich eine Sonnencreme, die weißeln sollte. Hat man jetzt bei ihr nicht unbedingt gesehen, deswegen vermute ich mal, dass sie zu wenig aufgetragen hat. Also wenn ihr den Schutz auf eurer Sonnencreme erreichen möchtet, dann achtet darauf, dass ihr eine entsprechende Menge auftragt. Ich habe auch
ein kleines Shorts-Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie verschiedene Produkte auf einem Teelöffel aussehen. Also zumindest dieser eine Gramm, wie der auf einem Teelöffel aussieht, das verlinke ich euch gerne nochmal hier unten oder ich blende es ein, was auch immer, damit ihr das einfach nochmal sehen könnt und nochmal für euch in Gedanken das evaluieren könnt, ob ihr genug Sonnencreme auftragt. Und diese Sonnencreme enthält zumindest keine deklarationspflichtigen Duftstoffe. Das ist natürlich für alle Menschen mit empfindlicher Haut wunderbar. Und Zinkoxid, also die anorganischen UV-Filter, Zinkoxid und Titandioxid, die sind auch recht gut verträglich. Also die sind vor allem eben auch für Menschen mit empfindlicher Haut wunderbar geeignet. Klar haben die auch so ein paar Nachteile, wie zum Beispiel dieses Weißeln, was ja bei vor allem stärker pigmentierter Haut stark zum Vorschein kommt. Aber die sind schon recht gut verträglich. Hier ist auch vergällter Alkohol enthalten. Das ist sehr individuell, ob man damit zurechtkommt. Ich persönlich kann mit so großen Mengen nicht so gut leben. Also da rastet meine Haut aus. Meine Augen drehen dann, wenn das Zeug in die Augen reinsteigt. Das ist überhaupt nicht meins. Aber das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Und da muss man entsprechend einfach selber schauen, inwiefern das klar geht oder nicht. Ich finde es cool, dass sie eine Sonnencreme benutzt hat. Cooler wäre es natürlich gewesen, wenn sie die korrekte Menge aufgetragen hätte. Eye cream was actually the first beauty product I think I ever invested in. I think I must have been like 14 or something. I always had really dark circles and I was just so self-conscious. Ich bin mir gerade unsicher, ob sie ihre Sonnencreme auch im Augenbereich aufgetragen hat, weil sie jetzt die Augencreme nutzt. Ich glaube, sie hat ihren Augenbereich ausgespart. Ich persönlich würde euch empfehlen, dass ihr eure Sonnencreme wirklich als letzten Schritt innerhalb eurer Skincare-Routine auftragt und natürlich auch den Augenbereich mit einbezieht, weil da auch UV-Strahlung hinkommt und die Ohren, die werden auch sehr, sehr oft vergessen und leider auch die Lippen. Und mir persönlich geht es dabei nicht nur um vorzeitige Hautalterung. Ich habe einen anderen Grund, UV-Schutz zu benutzen, und zwar mein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Mir wurden schon mehrere Leberflecken entfernt, die problematisch waren, und deshalb achte ich da besonders drauf. Und ich weiß, dass viele Leute einfach entweder zu wenig Sonnencreme benutzen oder wirklich bestimmte Bereiche komplett aussparen. Wie gesagt, der Augenbereich wird oft vergessen hier, der Nasenrücken, die Ohren, die Lippen. Deshalb achtet da möglichst darauf, dass ihr es natürlich nicht nur in der entsprechenden Menge auftragt, sondern dass ihr es auch möglichst gleichmäßig auftragt. Klar schafft man das nicht zu 100%, weil man keine Maschine ist. Aber wer darauf achtet, wem das wichtig ist, dem würde ich definitiv empfehlen, Sonnenschutz als letzten Schritt aufzutragen, weil man dann eine bessere Kontrolle darüber hat, wie und wo man das aufträgt, wo man eventuell noch nachjustieren kann. Und wenn ihr darüber dann zum Beispiel noch einen Moisturizer auftragt oder irgendein Öl, dann kann es durchaus sein, dass ihr den Film, den die Sonnencreme ausgebildet hat, so ein bisschen zerstört und dass dadurch Lücken entstehen. Deshalb empfehle ich immer, den Sonnenschutz als letzten Schritt in eurer Skincare-Routine. Mit Make-up muss man dann natürlich darüber auch so ein bisschen aufpassen. Ich würde euch jetzt auch nicht dazu raten, einen Pinsel zu nehmen und die Foundation so aufzutragen. Also hier nicht übelst auf der Haut rumwursteln und so hin und her schmieren, weil ihr dann natürlich auch den Film der Sonnencreme zerstören könntet. Was ich gerne mache, ist einfach mit so einem Schwämmchen ganz sanft das Make-up einzuarbeiten. Geht natürlich auch mit einem Pinsel, indem man das super sanft einarbeitet, aber sowas, ja, würde ich euch tatsächlich eher nicht empfehlen. Das war's schon mit der Skincare-Routine von der wunderschönen Natalia Dyer, der Schauspielerin, die Nancy Wheeler in Stranger Things spielt. Ich hatte jetzt auch tatsächlich gar nicht so viel zu beanstanden, glaube ich. Ihre Routine wirkt sehr simpel und bodenständig, was ich auch sehr, sehr angenehm finde. Also ich finde es schön, mal jemanden zu sehen, der hier nicht irgendwie crazy Sachen miteinander kombiniert, wie zum Beispiel Retinol, Ascorbinsäure, Azelainsäure und alles am besten auf einmal.
Fall. Es ist eine bodenständige Routine, die sehr feuchtigkeitsspendend wirken wird, die rückfettende Bestandteile enthält, barrierestärkende, hautberuhigende Bestandteile. Das finde ich einfach richtig, richtig schön. Ich habe hier und da natürlich noch ein paar Alternativen, und zwar zu ihrem Cleanser. Da würde ich tatsächlich den From Green Deep Foaming Cleanser von Purito als Alternative empfehlen. Der scheint zumindest, was die Konsistenz angeht, dem Cleanser, den sie verwendet, ähnlich zu sein. Es ist natürlich keine Kopie zu ihrem Cleanser, der ist gänzlich anders formuliert. Aber ich glaube, der könnte ihr auch ganz gut gefallen. Hier sind auch keinerlei ätherischen Öle oder dergleichen drin, von daher ein schöner, milder Cleanser, der meiner Meinung nach auch eine gute Reinigungsleistung hat, vor allem für morgens oder wenn man jetzt nicht so viel Make-up trägt. Und das Serum, das sie verwendet hat, da habe ich auch eine Alternative zu, und zwar das Centella Unscented Serum von Purito. Hier ist auch Niacinamid enthalten, es ist Ceramid MP drin, es sind Peptide enthalten und es ist auch noch Tigergras drin, was hautberuhigend wirken kann. Das ist ein wunderbar angenehmes, wässriges, schönes Serum, das auch noch halbwegs bezahlbar ist. Von daher, das sind die zwei Produkte, die ich persönlich austauschen würde. Und ansonsten finde ich ihre Routine, wie gesagt, richtig schön, richtig angenehm und finde es auch echt großartig, dass sie eine Sonnencreme verwendet hat. Ach, ich würde ihr natürlich auch noch empfehlen, einen Lippenpflegestift mit Sonnenschutzfaktor aufzutragen.